Und moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Vlog aus dem wunderschönen sonnigen Los Angeles. Dank Microsoft und Xbox wurde ich eingeladen, um euch mitzunehmen und euch zu zeigen, wie so eine Pressekonferenz eigentlich abläuft und welche Titel dort angekündigt werden. Ich bin ja ziemlich gespannt, ich hoffe auf Cyberpunk, auf GTA 6, auf ein neues Forza, mal gucken, was uns da serviert wird. Außerdem im Hintergrund seht ihr schon den US Bank Tower, den kennen wir ja auch aus GTA 5 und ich hoffe, dass ihr noch viel Spaß haben werdet. Apropos GTA 5, ihr werdet zwei Vlogs um die Ohren gehauen bekommen. Einmal natürlich von meinem Tag in L.A. und noch einen anderen Vlog, wo ich euch so ein bisschen einen Vergleich zwischen Realität und virtuellen Sachen zeigen. Die Spots werde ich besuchen, die ich aus GTA 5 kenne. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, los geht's! So Freunde, hinter uns befindet sich ein sehr, sehr bekanntes Gebäude. Das kennt der ein oder andere wahrscheinlich von den ganzen E3-Bildern immer. Während der E3 wird sowieso ganz Los Angeles immer zugepflastert mit Spielewerbung. Und dieses Hotel, welches aus drei Säulen besteht, hat ja bekanntlich immer riesengroße Plakate zur Gaming-Industrie. Dieses Jahr ist es Doom, letztes Jahr war es Fallout, da habt ihr es ja im Vlog gesehen. Und ich glaube, es war auch mal GTA 5 oder GTA 4, ich bin mir nicht sicher. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr imposant aus. Und jemand, der sich für Gaming interessiert, ist das sehr beeindruckend, wie krass das Medium in L.A. wahrgenommen wird, passend zur E3. Hinter uns befindet sich das Gebäude, wo das ganze Spektakel gleich losgeht, die Microsoft-Pressekonferenz. Ja? Im Microsoft Theater, direkt hier am wunderschönen Staples Center, dürfen wir gleich uns reinschwingen und uns ein schönes Plätzchen suchen. Aber der Andrang ist schon immens, wie man sieht. Kommt mal mit. Die ganzen Leute stehen alle hier an, um reinzukommen. Ja? Wer zuerst kommt, kriegt halt den besten Platz. So läuft das. Und wir kriegen jetzt unser Badge, also unser Bändchen, und dann können wir da reingehen und müssen dann warten bis 13 Uhr und dann geht's los. Bei euch ist das so um die, glaube ich, 22 Uhr deutscher Zeit. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Gab es irgendein Highlight, worauf ihr euch sehr gefreut habt? Schreibt es mal einfach in die Comments und ich würde mich sehr darüber freuen. Aber wir schwingen uns jetzt erstmal rein. Und da sind wir im Microsoft Theater, Leute. So sieht es innen drin aus, eine riesen Bühne. So stelle ich mir die E3-Pressekonferenz voll imposant und riesig. Und die ganzen Leute suchen sich jetzt Plätze, wir natürlich ganz schnell auch. Ja, weil wir wollen ja natürlich den besten Shit sehen. Also, runter da schnell. Findet ihr auch krass, dass die alle wegen uns gekommen sind? Also muss man auch mal sagen. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, weil die Show beginnt ja gleich, ne? Auf einmal steht hier Keanu Reeves. World with a branching storyline. How you be able to customize your character through in-game choices. And it's not something I knew before, but I was excited. Oh, da ist die Pressekonferenz schon vorbei nach anderthalb Stunden und ich muss ganz ehrlich sagen, waren schon echt coole Sachen dabei. Auf jeden Fall ziemlich geile Games dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, am meisten freue ich mich natürlich auf Cyberpunk. Kommt dann im April nächsten Jahres raus. Eine neue Xbox-Konsole wurde angekündigt. Project Scarlet soll viermal so stark sein wie eine Xbox One X, die ja schon ordentlich Power hatte und die stärkste Konsole überhaupt ist. Womit das Video begonnen hat, endet fast das Video, aber wobei Ende ist gar nicht in Sicht, denn wir haben nur den ersten E3-Tag hinter uns gebracht, also Microsoft Pressekonferenz heute erlebt, plus wir haben uns unser Badge geholt und morgen geht es für uns zur Ubisoft Pressekonferenz. Und im Grunde seht ihr noch den US Bank Tower, ja, wie gesagt, kennen wir ja aus GTA und wie oft habe ich schon ein Jet da oben gelandet oder ein Helikopter oder sonst was und nun steht man selber davor. Interessanterweise kann man, wenn ihr mal Lust habt, für $25 da hochfahren, hat man eine tolle Aussicht. Also könnt ihr mal machen. Kinder, was war das, Alex? 9, 15 Euro? Was hat er gekostet? 12 Euro? Keine Ahnung. Also YouTube Deutschland, 12 Euro. Nee, genau. Morgen gibt es dann für uns die Ubisoft-Pressekonferenz. Dann haben wir noch einen Termin bei Cyberpunk beim Stand. Und dann ist die E3 eigentlich schon für uns gelaufen, was das betrifft, denn die Großnamen sind ja hier nicht da. Leute, es gibt Leute, die sind wirklich sehr, sehr clever. Ne? Das muss ich euch noch zeigen. Guck mal, da hat man vorne das Rad abmontiert und die Räder beide hinten mit einem Schloss gesaved, ne? Also da muss man sagen, will ich mal Thumbs up, ey. Thumbs! Weil die ganze Kamera voller Rotze.
So, Freunde, der zweite Tag steht an. Wir fahren jetzt rüber zur Ubisoft-Pressekonferenz mit diesem wunderschönen Roller. Ist ein geiles Geschoss. Zack, weg die Ständer, ja. Eine Klingel haben wir hier, eine Bremse und hier geben wir Gas mit. Und das Ding fährt schon einige Kammer. Ich glaube, bis zu 30 schaffen die. Also da muss man auf jeden Fall schon ein bisschen Angst und Respekt vorhaben, ja. Weil man darf damit nur auf die Straße fahren, nicht auf den Bordstein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Plus, man braucht einen Führerschein und muss, glaube ich, 18 sein, so wie ich das in Erinnerung habe. Und ich sage euch gleich, wie meine Erfahrung ist. Wir brettern dann jetzt nämlich los nach Downtown Los Angeles ins Theater von Ubisoft. Los geht's. Freunde, wundert euch nicht wegen dem Sound kurz. Das liegt daran, weil mein Mikrofon leer gegangen ist. Wird gleich wieder gefixt. Wir sind jetzt bei Ubisoft angekommen. Ich glaube, wir müssen uns hier anstellen, oder? So sieht es hier aus. Ich hoffe, man versteht alles. So sieht es hier aus, Leute. So sieht es bei Ubisoft aus. In so einem ganz schönen kleinen Theater werden wir jetzt Platz nehmen und dann warten, bis es losgeht. Bin gespannt. Geil. Freunde, das war die Ubisoft-Pressekonferenz. Jetzt funktioniert auch wieder mein Mikrofon. Der Curry hat mir seins kurz geliehen, also dafür mal schon mal ein Däumchen nach oben für Curry. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also Watch Dogs Legion, Hammer, geil, freue ich mich mega drauf. Rainbow Six bekommt ein Standalone-Game, was sich so mit Monstern und so auseinandersetzt. Da bin ich ein bisschen, oh, ist das cool oder nicht? Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Was haben wir noch gesehen? Dann wurde ein Ghost Recon Breaking Point haben wir gesehen. Also fand ich auch sehr cool. The Division geht wieder zurück nach New York in dem dritten Teil des Season 1 Passes. Finde ich auch sehr spannend. Just Dance ist jetzt nicht so meins. Aber im Großen und Ganzen eine sehr spannende Pressekonferenz und ich fand es auch sehr cool. Danke nochmal an Ubisoft, auch Hammer Location, muss man ganz ehrlich sagen. Und das Schönste, was ich eigentlich am Schluss geil fand, na, dass alle Entwickler nochmal zusammen auf die Bühne gegangen sind und sich bedankt haben für den Support der Gamer. So, pass auf. Ich bin jetzt bereit as fuck, Leute, und werde jetzt auf meinen Scooter gehen und Richtung Strand fahren, Bitch. Yo. So, Freunde, die E3 geht also los. Ja, ich habe jetzt gedacht, jetzt überrennt mich der absolute Hype. Und ich kann euch sagen, ihr werdet zutiefst enttäuscht sein, so wie ich. Der Eintritt bei der E3 als normaler Besucher, habe ich gehört, liegt bei 250 Tacken. Wenn man das mit der Gamescom vergleicht, da kann man direkt für 10 Jahre sich Karten holen. Egal, kommt mal mit, wenn ihr hier reinkommt in die Halle, also eigentlich ist der Eingang auf der anderen Seite, aber das geht genauso gleich. Okay, ein Riesenstand von Nintendo. Ihr könnt ja die ganzen neuen Games spielen, Zelda und was weiß ich. Hat der drüben noch einen kleinen Stand, ja. Sieht aus wie so ein, also von der Aufmachung her sieht der Stand aus wie ein Projekt von Studenten. Sind wir jetzt hier in der Mitte der Halle, seht ihr immer noch, dass Nintendo ziemlich präsent ist. Und hier drüben haben wir einen Stand für Controller. Wenn wir weitergehen, haben wir einen Stand von Big Ben. Ich glaube, Verizon ist, glaube ich, ein Internetanbieter in den USA. Ich bin mir da nicht sicher, aber die haben auch einen Stand hier. Hier drüben haben wir noch Sega. Mehr sehe ich jetzt hier auf Anhieb nicht. Man kann auch einmal rumgehen. Da drüben kann man vielleicht auch mal zeigen, da haben wir auch noch so ein paar kleine Stände. Es soll zwei Hallen geben. Das hier ist wohl die zweite. Ich bin richtig enttäuscht, weil es gibt wohl zwei Eingänge zur E3. Vielleicht täusche ich mich ja und die Messe ist doch größer. Wir gucken mal. Jetzt sind wir am Stand von Bethesda. Ja, haben auch einen riesengroßen Stand. Hier gibt es unter anderem Wolfenstein zu sehen, Rage 2 und natürlich The Elder Scrolls Online. Also muss man auch sagen, ein sehr, sehr, sehr fetter und imposanter Stand, den die am Start haben. Ich denke mal, so wird der auch auf der Gamescom zu sehen sein. THQ Nordic packt einfach mal die Aliens aus, die ja hier am Start sind, ja. Ey Leute, es ist wohl soweit, die Invasion kommt! Ich glaube, ich habe bei THQ mein Auto gefunden. Was macht der denn hier? Da haben die den einfach in die USA verschifft. Das gibt's doch gar nicht. Leute, also ich meine, ein Rad so groß wie meine ganze Person, ne? Es ist kein Scheiß, Leute. Dance Royale. Es gibt jetzt wohl ein Battle Royale mit Tanzen. Darauf hat die Welt gewartet. Nicht. Darauf hat die Welt nicht gewartet. Ich weiß nicht, was das ist. Ich guck mal. Oh. Okay. Ich sehe schon wieder Fortnite hier. Okay.
seht schon, ja, eine Cyberpunk-Jacke. Die Alex sagt mir jetzt hinter der Kamera, ob das gut aussieht oder nicht. Werbekloppe, hier. Und die kriegen nur Leute, die hier waren, also bei dem Pressetermin. Voll krass. Also neben der Figur wieder ein sehr, sehr geiles Goodie. Danke an CD Projekt Red, die das möglich gemacht haben. Danke auch an den lieben Fabian Döhler, der uns auch hier super Termin organisiert hat. Mein absolutes Highlight auf dieser Messe, Leute. Und ich werde in einem extra Video mal zusammenfassen, was ich da gerade gesehen habe, weil das viel zu viel ist. Nur eine kleine Info noch für euch. Wir haben nicht Night City gesehen, sondern einen anderen Teil. Und sehr, sehr düster auf jeden Fall. Aber dazu gibt es dann extra ein Video. Nochmal an alle, die das Video geschaut haben. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Eindrücke mitgeben, wie es auf so einer Spielemesse ist in den Vereinigten Staaten. Das ist bekanntlich die größte Spielemesse. Nicht von der Besucherzahl her, sondern von den Ankündigungen her. Ich freue mich sehr auf die Gamescom 2019 in Köln. Da bin ich natürlich auch wieder am Start. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Tag. Achso! So, Freunde, zum Schluss noch mal ganz kurz wollte ich euch was loswerden. Danke, dass ihr euch erstmal das Video angeschaut habt. Und natürlich hoffentlich ein Däumchen da gelassen habt. Aber ich wollte noch ganz kurz was loswerden. Ich bin jetzt 10 Jahre in dieser Branche, mache ich den Beruf. Ich habe damals angefangen mit Zoom Gamer, mit Tobinator. Wir beide haben damals ein Spieleportal betrieben. Und daraus wurde playnation.de. Und ich habe damals immer, als die E3 dann so in dieser Phase kam, haben wir immer die Live-Ticker gemacht auf die Website. Wir waren bis 4 Uhr nachts wach und haben immer geguckt, welche Neuigkeiten gibt es. Alle Livestreams von Sony, von Microsoft, von EA, Ubisoft und so weiter angeschaut und das alles immer schön auf unsere Website präsentiert. Und jetzt nach 10 Jahren bin ich dank euch, sitze ich jetzt hier, also auf einem Bordstein, auf einem roten Bordstein, hier darf man übrigens nicht parken, auf einem roten Bordstein in Los Angeles und kann nur sagen, dass ich unfassbar dankbar für das alles bin und ich hoffe, das wisst ihr auch, weil ohne euch kann man das nicht machen und ich erlebe wirklich in meinem Leben jeden Tag irgendwie eine neue Überraschung und kann tolle Reisen machen und ich wollte einfach mal wirklich sagen, Dankeschön für alles und das ist wirklich auch vom tiefsten Herzen. Nur, dass ihr es wisst, weil das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Ich hoffe, das wisst ihr und das wollte ich nochmal loswerden.